Guten Morgen, meine Damen und Herren. Olaf Nölle, mein Name von der DISI Informationssysteme GmbH aus Karlsruhe. Wir bieten Ihnen heute ein Webinar zum Thema starke Dashboards mit gesunden Daten durch automatisiertes Datenmanagement. Das heißt, das werde ich zusammen mit meiner Kollegin Janina Guttmann machen. Ich selber bin halt schon seit 10 Jahren bei der DISI Informationssysteme GmbH beschäftigt und bin hauptsächlich im Bereich des Neukundenvertriebs und der Kundenberatung im Public-Sektor unterwegs. Komme ursprünglich halt aus der Geografie, habe zusätzlich Geoinformatikkenntnisse, habe vor dem Hintergrund, dass es hier insbesondere eben um den öffentlichen Bereich geht, um den Public-Sektor halt auch schon sehr lange in der Vergangenheit auch für eine große Behörde in Nordrhein-Westfalen, nämlich die Landwirtschaftskammer in NRW, gearbeitet, kenne also eben auch tatsächlich den öffentlichen Sektor auch von innen heraus. Ich werde jetzt eine Präsentation starten. Unser zeitlicher Rahmen ist ja vorgegeben von 10:30 Uhr bis um 12 Uhr. Wenn wir überziehen möchten, können wir das gerne tun. Wir sind da völlig unabhängig in dieser Veranstaltung und das werden wir dann halt je nach Gusto dann eben so tun. So, ich hoffe, alle können halt den geteilten Bildschirm von mir sehen. Starke Dashboards mit gesunden Daten durch automatisiertes Datenmanagement ist heute unser Thema. Was haben wir für Sie vorbereitet? Was erwartet uns heute? Zunächst einmal mit Blick auf die Agenda eine kurze Firmenvorstellung. Wer sind wir eigentlich als DISI? Dann ein kurzer Blick auf DISI Cadenza quasi als Trockenübung. Cadenza als unsere eigene Softwareplattform für den Bereich Business und Location Intelligence. Dann der Punkt, was steckt eigentlich hinter Talent? Das zweite Werkzeug, was heute im Bereich halt des Datenmanagements halt auch live vorgestellt wird. Was ist das eigentlich? Was kann das? Was ist so plus minus die Philosophie, die dahinter steckt? Ein paar Worte zum genutzten Demo-Szenario. Wir bewegen uns ja heute im Bereich halt von Energiedaten, die wir halt für die Demo aufbereitet haben. Hernach kommt dann eine Live-Demo mit Talent von meiner Kollegin Janina Guttmann, am Beispiel eben von Windkraftanlagen. Im Sinne von dort werden halt Daten aufbereitet, die ich dann im Anschluss halt in Cadenza halt live zeigen werde. Dann folgt eine kurze Zusammenfassung der Live-Demos, eine Fragerunde. Dann sprechen wir in der Regel immer ein Angebot an die Teilnehmer aus, geben Veranstaltungshinweise und dann sind wir mit unserem Programm auch schon, was dieses Webinar angeht, durch. Sobald ich halt meinen Teil jetzt aus der Präsentation beendet habe, haben wir noch vorbereitet ein interaktives Element, nämlich eine kurze halt drei Fragen quasi Polling-Runde, wo wir Sie halt eben auch noch mal ein bisschen was zu Wort kommen lassen wollen und geben dann halt nachher auch noch mal so einen Überblick über die Antworten, die halt gegeben wurden durch Sie, um dann halt zu dem eigentlichen ersten Live-Teil meiner Kollegin Janina Guttmann überzuleiten. Okay, dann fangen wir mal an. Mit der Frage, wer sind wir denn eigentlich als DISI Informationssysteme GmbH? Wir sind führende Anbieter von Lösungen zur Datenanalyse und zum Berichtswesen für Bundes- und Landesbehörden im deutschsprachigen Raum. Wir haben eine eigene Software aus dem Bereich Business und Location Intelligence. Und unsere Software ist DISI Cadenza eben. Und diese Plattform vereint insbesondere die Themen flexible Datenanalyse, organisationsweites Reporting sowie die Themen Geoinformation und Geoanalytics. Die Firma gibt es seit inzwischen 25 Jahren am Standort Karlsruhe. Wir haben in Karlsruhe inzwischen zwei Dependancen mit 200 Mitarbeitern und bekommen regelmäßig das Gütesiegel Software Made in Germany verliehen. Das spielt tatsächlich halt inzwischen für viele Kunden eine große Rolle.
kann man sich sicherlich vorstellen. Ich weiß nicht, ob heute auch Vertreter aus dem Sicherheitsbereich mit dabei sind, aber wir haben halt auch den Bereich eben innere Sicherheit. Und insbesondere dort spielt dieses Gütesiegel tatsächlich eine ganz große Rolle. Im Kontext unserer Veranstaltung ist es eben so, dass wir halt Partner von Talent sind. Ja, das ist im Endeffekt eine Datenmanagement-Software, die wir ja heute hier auch im Webinar zeigen werden und sind dort eben Goldpartner. Das heißt, in unseren Projekten kommt immer halt Cadenza zum Einsatz und ganz häufig in der Kombination im Bereich des Datenmanagements eben auch die Plattform Talent. Was ganz wichtig ist, wenn man über uns spricht als Firma, ist die Tatsache, dass wir eben nicht nur ein Softwarehersteller sind, sondern eben einerseits Software anbieten, Cadenza als Business und Location Intelligence Plattform und andererseits eben ein sehr versierter, ich nenne das immer Geo-IT-Dienstleister sind. Das heißt, wir bieten rund um das Thema halt Einsatz von Cadenza ganz viele andere Aspekte an. Und das sind diese vier Bereiche, die hier auf der Folie zu sehen sind. Das ist halt eben dieser Bereich Loslegen und Befähigen, dass wir unsere Kunden eben unterstützen bei der Einführung von Cadenza im Sinne von halt Schulungen zum Beispiel anbieten, Konfigurationen irgendwo mit den Kunden durchführen, grundsätzlich Support anbieten. Aber wir haben natürlich auch das Thema Ergänzen und Optimieren. Da geht es insbesondere um die Einführung von Geodaten, überhaupt des Themas Einsatz von Geodaten in den einzelnen Häusern. Das kann ganz unterschiedliche Facetten haben, bis hin eben zum Beispiel zum Aufbau von detaillierten Geodateninfrastrukturen, aber auch zum Beispiel das Thema Geokodierung, Routing ist immer ein großes Thema oder einfach halt auch nur die Einbindung von amtlichen oder freien kommerziellen Geodaten in die Strukturen bei unseren Kunden. Integrieren und verbessern, das ist halt der dritte Aspekt, das ist der Teil der Datenbankberatung, der eben auch hier heute eine ganz große Rolle spielt, wo wir halt wirklich ein sehr, sehr guter Berater in diesem Bereich sind. Darunter sind halt mal so ein paar Logos abgebildet. Also hauptsächlich werden bei unseren Kunden Oracle-Datenbanken eingesetzt und PostgreSQL. Wie gesagt, zum Datenmanagement selber nutzen wir halt in unseren Projekten häufig Talent als Plattform. Inzwischen stoßen wir auch immer wieder häufiger auf MS-SQL als Datenbank, die bei unseren Kunden genutzt wird. Und es gibt den Bereich Erweitern und Anpassen. Da geht es darum, einerseits halt unser eigenes Produkt zu erweitern, sprich Cadenza zu erweitern oder aber eben tatsächlich Individualentwicklungen auch für Kunden durchzuführen. Das ist zwar nicht, sag ich mal, so ein Standard tagtäglich, gerade die Individualentwicklung, aber das machen wir regelmäßig, dass wir auch tatsächlich in die Richtung eben halt als Dienstleister bei unseren Kunden in Aktion treten. Irgendwie habe ich hier eine leichte Verzögerung in meiner Präsentation. Gut, wir sprechen nach wie vor über DeeZee als Firma. Wer sind unsere Kunden? Was sind unsere Zielgruppen? Da haben wir ganz klar den Fokus auf großen Landes- und Bundesbehörden aus unterschiedlichsten Bereichen. Ich hatte es eben schon angesprochen mit Blick auf das Gütesiegel Software Made in Germany, den Bereich innere Sicherheit, die Umwelt, mit der wir seinerzeit halt überhaupt gestartet sind mit Cadenza und DeeZee, den Bereich Verbraucherschutz, in dem ich halt sehr viel und schwerpunktmäßig unterwegs bin, das Thema Infrastruktur, Verkehr und auch weitere, wie zum Beispiel Land- und Forstwirtschaft. Forstwirtschaft ist übrigens auch ein Bereich, wo ich halt eben auch selber unterwegs bin. So, was bewegt unsere Kunden eigentlich? Das ist grundsätzlich das Thema datengetriebene Verwaltung. Unter dem Schirm natürlich des Themas halt Verwaltungsdigitalisierung und insbesondere auch der Erkenntnis, dass es eine Notwendigkeit gerade auch in der öffentlichen Verwaltung gibt, BI-Strategien für diesen Bereich tatsächlich zu entwickeln. Dazu haben wir übrigens auch ein sehr schönes Positionspapier erarbeitet, das ich Ihnen gerne auch bei Bedarf halt zukommen lassen kann. Und aus unserer Sicht, das spiegelt sich dann auch in diesem Positionspapier, was wir halt publiziert haben, gibt es
drei Bausteine einer Business Intelligence Strategie. Und das ist einerseits halt der Bereich Data Governance, Auflösung von Datensilos und der Aufbau von Dateninfrastrukturen. Das ist natürlich auch Teil der heutigen Veranstaltung und da kommt dann eben Talent ins Spiel. So, und andererseits eben die zwei Bausteine zentrale Informationsverteilung und automatisiertes Berichtswesen und flexible Datenanalysen ermöglichen, Self-Services anbieten und Kollaboration an jedem Arbeitsplatz, also Zusammenarbeit, Arbeiten mit Daten im Team. Das sind die drei Bausteine, die wir sehen. Und bei den beiden letztgenannten kommt dann halt im Verlauf auch dieses Webinars dann eben Cadenza zum Einsatz. Und da werde ich Ihnen dann zeigen, was die Plattform in diesen Bereichen leisten kann. Und was wir da eben sehen ist, dass Cadenza eine zentrale Werkzeugkomponente in solch einer Business Intelligence halt Strategie darstellt, womit wir dann auch eben schon bei unserem Produkt sind. Sie haben ja eben gesehen, wie unsere Zielgruppen aussehen. Die sind ganz unterschiedlich. Das heißt, Cadenza ist eine anwendungsfachneutrale halt Plattform, die erst durch den Einsatz halt bei unserem Kunden bei Ihnen dann tatsächlich A, mit Leben natürlich gefüllt wird und B, halt tatsächlich eben auch eine fachliche Ausrichtung bekommt. So, und insbesondere steht die Plattform halt für das Thema organisationsweite Informationsbereitstellung. Das heißt, es gibt unzählige Datenquellen und Datenbestände, die in einer Organisation weitergereicht werden sollen müssen, damit sie auch tatsächlich halt effektiv genutzt werden können. Und es gibt den Anspruch, tatsächlich flexibel Datenanalysen auf diesen so bereitgestellten Daten halt fahren zu können. Dafür steht unsere Plattform Deasy Cadenza. Und was Cadenza eben halt tatsächlich bietet, das werden wir nachher auch noch in Teilen sehen, ist, dass man darüber eben tatsächlich sämtliche Anwendergruppen, ob das nun die Leitung und Steuerung eines Hauses, eines Ministeriums, einer Landeseinrichtung ist, eben halt bedienen kann, ob das die Sachbearbeitungsebene ist oder eben halt auch der Bereich der Datenanalyse, der Datenanalysten ist. Wir können mit unserer Plattform aufbereitete Informationen an der einen Stelle halt zur Verfügung stellen, ganz einfache Daten sichten, bis hin halt zu Self-Services, wo Leute dann tatsächlich selbstständig auch eigene Datenbestände auch tatsächlich eben halt in Analyseprozesse mit Cadenza eben einbringen können. Und in welcher Form das dann passiert irgendwo, das sieht man halt von links nach rechts bei den großen Kästchen in der Mitte. Das können halt im Endeffekt Standardberichte sein, die vorbereitet werden und angeboten werden mit kuratierten Inhalten. Das können aber auch tatsächlich eben Ad-hoc-Filterungen sein, Dashboards, in denen ich halt die Möglichkeit habe, Daten interaktiv zu filtern und flexibel zu visualisieren. Bis hin eben zu komplexen, sage ich mal, Darstellungen, Berichten in Dashboards, die ich dann auch tatsächlich selbst zusammenstellen kann, was ich Ihnen nachher auch nochmal ganz kurz zeigen werde, wie einfach das ist. Das geht dann natürlich noch viel weiter eben in Richtung mehrdimensionale Analysen oder Advanced Analytics als letzten Punkt auf der rechten Seite. Und da geht es dann tatsächlich schon darum, dass man das nicht nur mehr alleine halt mit Cadenza macht, sondern eben zum Beispiel durch Anbindung eines Statistikpaketes wie meinetwegen R. Okay. Was ganz wichtig ist, um das nochmal zu wiederholen, ist halt tatsächlich angestrebt wird beim Einsatz von Cadenza ein organisationsweiter Zugriff zu allen Fach- und Geodaten. Ja? Das Wichtige ist halt eben, dass wir mit Cadenza eben nicht nur Sachdaten halt bearbeiten können, sondern auch Daten mit räumlichem Bezug und die wirklich halt möglichst allen Mitarbeitern, Nutzern eben zur Verfügung stellen möchten. Und das Ganze fußt halt auf ihren Daten. Ich gehe noch mal eine Folie weiter. Und zwar sieht man hier unsere sogenannte Cadenza-Jukebox. Ich hatte es eben schon gesagt, Cadenza ist eine fachneutrale Plattform für eine interaktive visuelle Datenanalyse und das organisationsweite Berichtswesen. Und das setzt flexibel auf ihrer Dateninfrastruktur auf. Und das muss man tatsächlich mitnehmen. Es ist nicht so, dass wir Datenbanken zwingend halt bei Ihnen halt aufsetzen und halt auch schon Daten mitbringen. Das tun wir nämlich gar nicht, sondern wir setzen halt tatsächlich auf Ihren Daten auf. Wir können halt zum Teil
bei der Vermittlung von Daten halt helfen und auch bei deren Einbindung, wenn es um zum Beispiel den Aufbau von Geodateninfrastrukturen bei unseren Kunden geht. Aber grundsätzlich ist es so, wir stellen die Plattform zur Verfügung, Sie die Daten, wir verbinden beides und versuchen damit tatsächlich eben organisationsweit Daten halt zur Verfügung zu stellen. Cadenza wird in der Hauptsache konfiguriert und nicht programmiert. Es werden halt, sag ich mal, die hohen Anforderungen für Datenzugriffsrechte und Logging-Mechanismen durch die Plattform abgedeckt. Und das, der nächste Punkt ist halt auch sehr wichtig. Cadenza kann eben halt natürlich in der Cloud eingesetzt werden, aber die meisten unserer Kunden bewegen sich nach wie vor im Bereich halt der Installation on-premise, also bei sich in der Infrastruktur und ohne irgendeinen Cloud-Ansatz. Ja, man kann erfühlen, dass die Cloud-Nutzung, sage ich mal, zunimmt, aber noch nicht dramatisch in unserem Sektor oder bei unseren Kunden. Die Möglichkeit besteht, ansonsten ist halt on-premise halt die Lösung aktuell. Und klar, natürlich, die Anwendung kann in Fachapplikationen eingebettet werden. Dafür gibt es eine entsprechende Schnittstelle, die man hier rechts in dem Bogen oder am unteren Ende des Bogens sieht, das heißt embedded, und damit kann Cadenza dann tatsächlich in andere Anwendungen eingebettet werden. Was auch ganz wichtig ist mit Blick auf Cadenza: Cadenza ist ein Kooperationsprojekt, und zwar vermutlich eines der größten und erfolgsreichsten kooperativen Entwicklungsprojekte der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. So, und was bedeutet das eigentlich? Das heißt, diese Plattform ist insbesondere für die Bedarfe der Verwaltung ausgelegt und an deren Bedarfen halt entwickelt worden. Und das macht die Plattform natürlich auch insbesondere attraktiv eben für die großen Landes- und Bundesbehörden, die halt bei uns aktuell im Fokus stehen. Noch zwei, drei Worte halt zur Kooperation. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass wir tatsächlich als DISI die Möglichkeit haben, an jeder Schraube des Produktes zu drehen. Natürlich immer in Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern. Und die Entwicklung findet in der Regel immer an konkreten Projektszenarien statt. Das heißt, das ist immer sehr dicht an der eigentlichen Arbeitsrealität. Und das macht halt, sage ich mal, die Entwicklung von Cadenza mit Blick auf den Einsatz in der öffentlichen Verwaltung auch nochmal sehr attraktiv. Cadenza kann ganz normal lizenziert werden. Das beanspruchen aber halt sehr, sehr wenige unserer bisherigen Kunden. Ansonsten haben eben Bundes- und Landesbehörden die Möglichkeit, an dieser Kooperation teilzunehmen. Das ist übrigens eigentlich nicht die Cadenza-Kooperation, das ist eigentlich die VKOOIS. Als Kooperation, in der es das Projekt Cadenza gibt, diese Coop UIS, die ich jetzt genannt habe, gibt es auch schon seit Urzeiten aus dem Umweltbereich. Und da geht es halt um die gemeinschaftliche Entwicklung von Umweltinformationssystemen. Da kommen wir halt ursprünglich her. Und das hat sich dann aber, sag ich mal, fachlich, inhaltlich immer weiter irgendwo aufgebohrt. Und inzwischen können halt im Endeffekt alle fachlichen Bereiche an dieser Kooperation teilnehmen und eben kooperativ an, insbesondere im Cadenza auch arbeiten. Das heißt, bei uns fallen keine Lizenzierungskosten an, sondern das sind sogenannte Pflegebeiträge. Und da muss man auch ganz genau mitnehmen. Ein Teil davon ist natürlich die Grundpflege für halt das Produkt, was weiß ich, meinetwegen Bibliotheken aktuell halten, die im Produkt stecken, Qualitätssicherung, solche Themen. Und der andere Bereich ist die sogenannte Systemoptimierung. Das ist der Teil des Pflegebeitrags, den unsere Kunden in die Kooperation einbringen, der tatsächlich für die Entwicklung bestimmter funktionaler, generischer funktionaler neuer Entwicklungen halt genutzt werden kann durch unsere Kunden. Ja, also man hat dann tatsächlich Einflussmöglichkeiten auf die weitere Entwicklung des Projektes als Teilnehmer am Projekt Cadenza. Gut, damit bin ich mit DISI und Cadenza als Trockenübung jetzt erstmal soweit durch. Ich möchte jetzt noch gleich ein paar Worte verlieren zum Produkt und zur Firma Talent. Und bin jetzt nochmal auf diese Folie zurückgesprungen vom Anfang. Und da hatten wir ja unten den Bereich Data Governance, Auflösung von Datensilos und Aufbau von Dateninfrastrukturen als ein Baustein dieser besagten Business Intelligence Strategie. Und das möchte ich jetzt nutzen, um zu Talent überzuleiten. Talent, ja, das ist eine US-amerikanische Firma, die börsennotiert ist und, sag ich mal, weltweit agiert und auch weltweit etabliert ist.
Und ja, ein Leitspruch von Talent ist eben Healthy Data, Healthy Business. Das passt natürlich auch sehr gut halt zu dem Titel unseres heutigen Webinars. Und ja, wofür die Firma und das Produkt stehen, ist im Endeffekt ja eine Ende-zu-Ende-Datenintegration und konsistentes Datenmanagement. Darum geht es bei denen. Und die haben halt, sage ich mal, ein Konstrukt, das heißt Talent Data Fabric, also quasi so das Gewebe zwischen den Daten, die da irgendwo halt verarbeitet werden sollen, die Data Fabric eben, dazu auch eben diese Abbildung an der Seite. Und dort spielen eben insbesondere die Themen Datenintegration, da werden wir heute was zu sehen, Datenintegrität auch und Data Governance halt eine ganz große Rolle. Und das Ganze ist eben halt im Endeffekt halt ähnlich halt auch zu Cadenza eine Low-Code-Plattform. Das heißt, ganz viel wird über ja, die Oberfläche gemacht, im Sinne von auch Drag und Drop, das werden wir auch nachher noch sehen. Und ja, Talent als Datenmanagement-Plattform ja, kann sich praktisch mit jeder Datenquelle, die existiert, und jeder Datenarchitektur, die man ja findet, halt zusammenarbeiten. Ist also äußerst flexibel. Und für die Demo genutzten Komponenten, die wir heute sehen werden oder die angesprochen werden, werden genutzt halt einmal der Bereich Datenintegration, Data Integration. Das ist im Endeffekt halt das Zusammenführen von unterschiedlichsten Daten aus unterschiedlichsten Datenquellen für den Aufbau einer ja im Endeffekt vertrauenswürdigen Datenquelle. Dann haben wir den Bereich Data Preparation. Das ist halt ja im Endeffekt halt zur Aufbereitung von Daten mit ja intuitiven Self-Services und Funktionen zur Datenkuratierung. Und das kann man halt eben auch im Team machen. Das ist halt auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und halt der Bereich Data Inventory. Da geht es halt um Datenermittlung, Suche und Freigabe innerhalb der gesamten Data Fabric dieses Konstruktes von Talent. Ich habe jetzt hier nochmal quasi so als Schlaglichter für Talent, weil ich da jetzt nicht weiter noch drauf eingehen möchte, halt so Aspekte nochmal rausgegriffen, die halt mich auch immer bei Talent sehr bewegen. Das ist einmal halt dieses, ja, intuitive Arbeiten mit einer ja eben Oberfläche. Da wird halt auch nicht viel programmiert, sondern eben halt über Drag and Drop eben Prozesse abgebildet. Das ist ganz entscheidend mitzunehmen. Dann halt diese Abbildung, das ist auch eine offizielle Abbildung von Talent, wo eigentlich nochmal dargestellt werden soll. Und das haben wir in ganz vielen Szenarien bei unseren Kunden auch gerade zum Beispiel im Verbraucherschutz. Wenn zum Beispiel von der linken Seite her aus den einzelnen Bundesländern Daten zu einem bestimmten Meldeportal halt gebracht werden oder geliefert werden müssen an eine Bundesbehörde, wie zum Beispiel das BVL, dann bietet Talent eben die Möglichkeit, bevor das überhaupt irgendwo in die, sag ich mal, Dateninfrastruktur geordnet hineingebracht wird, eine, ja, im Endeffekt Check-ups zu machen, was die Daten angeht und ihre Qualität und eben zu sagen, ja, 4 von 5 passen eben, aber der eine muss wieder zurück und muss nochmal korrigiert werden und dann kannst du nochmal halt gegen halt gegen das Portal eben die Daten liefern und dann lassen wir die Daten halt im zweiten Schritt rein und dann werden die in die entsprechende Infrastruktur, die halt eben auch mit Talent aufgebaut wird, halt hineingepackt. Und ja, Talent ist, ich meine, die bedienen natürlich auch noch ganz andere Bereiche als wir, aber ist eben halt sehr cloud-orientiert. Das muss nicht sein, aber das ist halt so die große Stoßrichtung, in die sie sich bewegen. So, damit bin ich mit meinem ersten Teil durch und würde jetzt mal halt die Freigabe hier beenden und würde dann, wie angekündigt, kurz unsere Umfrage starten und im Anschluss dann halt der Janina halt das Wort erteilen, dass sie dann eben mit dem Talent-Datenaufbereitungsteil unserer Präsentation anfängt. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt schon sehen können, aber müssten Sie eigentlich. Janina, kannst du das sehen? Okay, gut. Und zwar, die erste Frage lautet, nutzen Sie heute bereits Dashboards zur Auswertung und Visualisierung in Ihrer Organisation? Genau.
Die zweite Frage, die wir halt ausgesucht haben, die uns natürlich auch immer bewegt: Wie wichtig sind Geodaten und räumliche Analysen für Sie? Okay, so nach und nach tröpfeln hier noch ein paar Infos zu den Fragen rein. Zur ersten Frage: Nutzen Sie heute bereits Dashboards zur Datenauswertung und Visualisierung? Sieht man, dass es einen guten Teil bei den Teilnehmern gibt, die tatsächlich schon laufende Projekte haben oder eben auch schon Projekte in diese Richtung umgesetzt haben. Aber es gibt eben auch einen größeren Teil noch, die halt insbesondere halt im Planungsprozess sind und in den nächsten 1 bis 2 Jahren so etwas machen wollen. Und es gibt einen kleineren Teil jetzt aktuell in der Abstimmung, der sagt, nein, sie haben das noch nicht. Genau. Zu Frage 2: Wie wichtig sind Geodaten und räumliche Analysen für Sie? Ist halt ein großer Teil tatsächlich, der sagt, ja, sehr wichtig. Und danach kommt halt der Bereich teilweise wichtig mit 17% und eher unwichtig 13%. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, insbesondere mit Blick auf die Position unwichtig. Also Cadenza als Business- und Location Intelligence-Plattform funktioniert natürlich auch ohne räumlichen Bezug. Ich muss keine Geodaten haben, damit ich Cadenza betreiben kann. Die Plattform ist aber im Kern darauf ausgelegt, eben auch mit Geodaten arbeiten zu können und die halt eben in die entsprechenden Auswerte- und Berichtsprozesse halt mit einzubinden. Genau. Eigentlich sollte noch eine dritte Frage erscheinen, die ich jetzt hier gerade nicht sehe, aber ich beende jetzt mal die Abstimmung und so, und werde dann gleich halt der Janina Gutmann das Wort erteilen. Und ja, um was geht es heute eigentlich in unserem Live-Teil? Was haben wir uns als Demo-Szenario rausgesucht? Und zwar ist für uns ja immer die Herausforderung, wenn wir Demos aufbereiten für solche Veranstaltungen wie jetzt, dass ja, wir brauchen eben Daten. Und teilweise ist es halt so, dass wir dann eben Szenarien auch selber erfinden. Das haben wir schon mehrfach im Bereich halt Personalmanagement und Finanzcontrolling gemacht. Aber zuweilen finden wir auch tatsächlich Datenquellen, die, sag ich mal, umfängliche Daten bieten, um solche Szenarien für Webinare aufzubereiten. Und in diesem Fall geht es halt um das Thema Energie, runtergebrochen auf den Aspekt Windenergie. Und die Daten kommen von der Bundesnetzagentur und sind halt frei verfügbar. Und im Kern steht halt das Marktstammdatenregister. Das heißt, da muss sich im Endeffekt jeder registrieren, auch Privatpersonen, die halt Energie produzieren, also zum Beispiel über Windenergie. Genau. Und dazu gibt es entsprechende halt ja, Stammdaten einerseits, aber auch eben, sage ich mal, Bewegungsdaten, was ist eigentlich halt produziert worden, etc. Und diese Daten haben wir in den Zugriff bekommen und für diese Demo aufbereitet. Und anhand dieser Daten wollen wir einerseits zeigen, wie man eben die Daten einerseits im Sinne von Datenmanagement aufbereitet und halt eben auch Qualität sichert. Das ist der Teil, den gleich die Janina Gutmann übernimmt. Und andererseits, wie ich diese Daten dann halt in Cadenza einbinde und was ich dann dort im Sinne von Auswertung und Reporting mit den Daten machen kann. Okay. Dann würde ich sagen, bin ich soweit erstmal durch für den Teil und dann, Janina, kannst du deine ja, Demo starten. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Olaf. Bevor ich jetzt loslege, würde ich mich auch noch mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Janina Gutmann. Ich bin Lösungsentwicklerin bei DISI und
Ja, ich bin bei Disi zuständig für die Beratung und Unterstützung von Kunden bei der Definition von Datenintegrationsabläufen. Habe also meinen Schwerpunkt im Thema ETL-Entwicklung, Data Warehouse. Komme auch mit meinem Informatik- oder Wirtschaftsinformatikstudium aus genau diesem Umfeld und habe auch schon vorher bei anderen Kunden oder bei meinen früheren Arbeitgebern im Bereich Datenintegrationsabläufe gearbeitet mit verschiedensten Programmen, bei Easy eben mit dem Fokus auf dem Tool Talent. Und genau das Tool werde ich Ihnen jetzt eben anhand des von Herrn Nölle schon beschriebenen Szenarios der ja, Windkraftanlagen bzw. Energieversorgung in Deutschland im Allgemeinen vorstellen und würde dazu zunächst einmal auf die Talent Cloud wechseln. Jetzt mache ich erstmal meinen Bildschirm frei. Hat einen kurzen Moment. So. Sie dürften jetzt ja, meinen Browser mit der Talent Cloud sehen. Wunderbar. Genau, und wir möchten starten mit dem Data Inventory und ich würde Ihnen jetzt in der nächsten Jahr ungefähr halben Stunde zeigen, wie wir mit modernen Datenintegrations- und auch Visualisierungswerkzeugen, den Teil übernimmt dann eher Herr Nölle mit Cadenza, unsere Datenqualität verbessern können einerseits, aber dadurch eben auch mehr aus unseren Daten machen können, um in einem späteren Verlauf zu besseren Analysen, aber auch zu einer besseren Visualisierung und besseren Entscheidungen kommen zu können. Und wie schon erwähnt, möchten wir dazu ein Demo nutzen, dass das ja, Kraftwerks oder die Kraftwerksversorgung in Deutschland, insbesondere mit Windkraftanlagen und Windenergie, darstellt und nutzen dazu eben die Marktstammdaten aus der Bundesnetzagentur. Und zunächst einmal möchten wir uns einen Überblick verschaffen, welche Daten es überhaupt zu diesem Thema gibt. Dazu kommt das erste Tool zum Einsatz, das ist das Talent Data Inventory. Das Talent Data Inventory läuft in der Talent Cloud. Nun wurde ich leider ausgeloggt. Wir loggen uns noch mal ganz kurz ein. Sind wir wieder? Genau, wir haben hier ins Data Inventory gewechselt. Das Data Inventory kann man sich vorstellen wie eine Art Bibliothek zu Datensätzen. Also hier kann ich mir selbst Daten hochladen, auf Datenquellen wie beispielsweise Datenbanken, Files zugreifen und kann diese Daten aber auch unternehmensweit oder mit verschiedenen Abteilungen teilen. Das sieht man auch hier an diesen Freigabemechanismen. Und so kann ich eben verschiedene Informationen über mein ganzes Unternehmen auch verteilen. Und was mir Talent auch gleichzeitig bietet, ist eine erste Einschätzung, wie gut denn meine Daten eigentlich sind und wo sich vielleicht auch eine genauere Analyse mehr lohnt, als bei anderen Datensätzen. Das Ganze ist abgebildet über diesen sogenannten Talent Trust Score. Der bildet einerseits die ja, technische Qualität der Daten ab, nimmt aber auch andere Informationen mit hinein, wie beispielsweise, wann wurde der Datensatz angelegt, wie oft wird er von Nutzern verwendet, aber auch eine eigene Bewertung durch den Nutzer kann abgegeben werden für diese Datensätze. Und so habe ich eben schon einen ersten Indikator, welche Daten für eine Analyse relevant sein könnte. Und ich kann schnell identifizieren, ja, wo sich ein genauerer Blick lohnt. Ein zweiter Indikator ist hier auch dieser Qualitätsbalken, der eben auch in den Trust Score mit einfließt. Hier sehe ich eben relativ schnell, dass ich ja hier einen relativ hohen Anteil an gültigen Werten habe, aber auch einige leere Werte und invalide Werte. Und wir hatten jetzt gesagt, wir möchten uns mit dem Thema
Kraftwerke in Deutschland auseinandersetzen und der Energieversorgung. Daher suche ich hier jetzt mal nach Kraftwerk und bekomme dann drei Resultate, nämlich einmal eine Kraftwerksliste aus dem Jahr 2019, 2022 und Informationen zum Rückbau von Kraftwerken. Und wir sehen schon, dass die Kraftwerksliste von 2022 gegenüber derjenigen von 2019 doch eine wesentliche Qualitätsverbesserung hat. Und natürlich sind die Daten auch aktueller. Deswegen wollen wir diese Daten nun gemeinsam genauer analysieren bzw. deren Datenqualität verbessern. Zunächst mal wollen wir uns aber einen Überblick verschaffen, wie die Daten aufgebaut sind, die Datensätze aussehen. Dazu gibt es hier so ein Dashboard in dem Data Inventory, das uns nochmal aufschlüsselt, wie genau sich der Tenant Trust Score aufsetzt, auch die Datenqualität nochmal genauer beschreibt, aber auch Informationen enthält, wie beispielsweise eine Beschreibung des Datensatzes, Metainformationen zum Autor, aber auch Text können vergeben werden oder Bewertungen des Datensatzes vorgenommen. Und jetzt ist es natürlich, ich kann aus der Beschreibung und vielleicht auch aus dem Namen des Datensatzes schon ein bisschen Informationen rauslesen, aber zumindest mir geht es immer so, am ehesten kann ich einschätzen, was ich mit den Daten machen könnte oder machen will, wenn ich wirklich auch mal einen Blick in die Daten werfen kann. Und das Ganze kann hier passieren über dieses sogenannte Sample, das ich aufmachen kann. Und da bekomme ich in einer Excel-ähnlichen Darstellung einen ersten Einblick in meine Daten. Das lädt jetzt ganz kurz, sollte dann aber gleich vorhanden sein. Noch einen Moment. Warten, scheinbar gibt es gerade Verzögerungen durch die Verbindung. Jetzt sind wir aber da, genau. Hier sehen wir eben diese Tabelle. Und auch hier sehen wir diese Gesamtqualitätsbeurteilung, die wir schon vorher in der Übersicht gesehen haben, aber auch nochmal eine Beurteilung der einzelnen Spalten in dieser Tabelle, die wir hier vorliegen haben. Und genau diese Daten möchten wir nun gemeinsam in ihrer Qualität verbessern, um später auch Analysen darauf fahren zu können. Und dazu wechseln wir nochmal auf das Dashboard und haben hier eben auch den Bereich Datenaufbereitung und sagen, wir möchten hier eine neue Datenaufbereitung hinzufügen und gelangen jetzt in das Tool Data Preparation, das ebenfalls in der Cloud läuft. Nun wird gleich erneut der Datensatz angezeigt. Genau. Ähnliche Darstellung, wie bereits gesehen, in der Sample-Darstellung. Und hier sehe ich jetzt zum ersten Mal, welche Funktionen ich hier auch ausführen kann. Und das wollen wir auch gleich mal tun, nämlich in einem ersten Schritt. In der Regel ist es so, wenn die Daten von extern kommen, sind da oft eigentlich viel zu viele Informationen, die für mich vollkommen irrelevant sind. Und mich dann eher als Endanwender verwirren, als dass sie mir helfen. Und deswegen möchten wir erstmal die irrelevanten Daten bereinigen. Als Beispiel nutzen wir hier diese Energieträgerinformation zur Speicherkapazität. Wie wir sehen, das sind auch schon relativ viele leere Werte enthalten. Das heißt, der Informationsgehalt ist ohnehin nicht besonders groß. Wir nehmen an, dass auch für unsere Auswertung diese Information nicht relevant ist. Und schmeißen diese Spalte daher raus. Das Ganze funktioniert hier über so verschiedene Kontextmenüs und da bekomme ich dann auch schon gleich verschiedene Vorschläge, was ich machen kann. In diesem Fall möchte ich jetzt einfach die Spalte löschen, weil die Information für mich nicht relevant ist. Was jetzt passiert, sind zwei Dinge. Zum einen wird automatisch die angezeigte Tabelle aktualisiert, das heißt, die Spalte ist nicht mehr vorhanden. Und zum anderen wird hier so ein sogenannter Datenverarbeitungs- oder Aufbereitungsschritt hinzugefügt, nämlich genau das Löschen der Spalte. Und das kann ich dann auch, diese Datenaufbereitung, wo hier jetzt immer mehr Schritte dazukommen werden, das werden wir gleich sehen, die kann ich dann theoretisch auch, wenn ich 2023 eine neue Liste habe,
auch hier auf andere Daten anwenden oder wenn sich die Daten aktualisiert haben. So, was wir jetzt vielleicht schon gesehen haben, ist, dass die Bundesländer scheinbar auch invalide Daten enthalten. Diese können wir uns auch anschauen, indem wir hier draufklicken und uns die Zeilen mit den ungültigen Werten anzeigen lassen. Und wir sehen hier, dass, das dauert jetzt wieder einen kurzen Moment, die nicht alle Kraftwerksdaten oder nicht alle Kraftwerke, die hier in dieser Liste vorhanden sind, innerhalb von Deutschland liegen. Und es gibt auch Kraftwerke in Österreich und der Schweiz. Diese möchten wir in unserer Auswertung nicht betrachten. Das würde unsere Auswertung verfälschen und deswegen möchten wir diese Zeilen aus der Datei entfernen. Dazu klicken wir nun wieder auf die ungültigen Werte und sagen, wir möchten die Zeilen mit den ungültigen Zellen löschen. Auch hier erscheint nun wieder ein neuer Schritt und die Daten werden aktualisiert. Und so kann ich eben mit ziemlich intuitiven Menüpunkten über ein Browser-Menü, auch als Fachanwender, relativ schnell meine Datenqualität verbessern und eben meine Daten so aufbereiten, wie ich das für meine Auswertung dann benötige. Was nun bei der Tabelle noch auffällt, ist das Thema Anschlussnetzbetreiber. Hier werden wir gleich sehen, ich mache das mal ein bisschen breiter, dass hier teilweise zwei Anschlussnetzbetreiber in einer Spalte vorhanden sind. Das ist natürlich für eine Auswertung eher ungeschickt, weil eben, ja, ich möchte trotzdem wissen möchte, welche Anlagen alle beispielsweise von der Amprion GmbH betrieben werden. Daher möchten wir diese Informationen in unterschiedliche Spalten aufteilen, um sie dann besser analysieren zu können. Hier finden wir diesmal im Menü keine passende Funktion. Allerdings gibt es hier eben auf der rechten Seite ganz viele Funktionen, die angewendet werden können. Und wir suchen nun nach dem Thema Teilen, denn wir möchten die Spalte aufteilen. Und hier sehen wir auch schon das Thema Text in Teile untergliedern. Das klingt für unser Szenario sehr passend. Und das wählen wir nun aus. Und sehen hier auch schon, dass wir unseren Text eben in verschiedene Spalten unterteilen können und auch den Begrenzer festlegen können. In dem Fall haben wir hier schon gesehen, dass es sich um ein Semikolon handelt. Daher wählen wir nun das Semikolon aus. Wenn wir uns dahingehend nicht sicher sind, ob das nun das richtige Trennzeichen ist, können wir auch erstmal über den Senden-Button drüber gehen, ohne ihn anzuklicken. Und nun wird im Hintergrund automatisch die Spalte oder die Spalten angezeigt, die erzeugt werden würden, wenn ich diesen Schritt anwende. Das sieht für uns gut aus und deswegen klicken wir jetzt nun auch auf Senden. Und es werden automatisch wieder zum einen Schritte angelegt und die entsprechenden Spalten generiert. Hier sind jetzt zwei neue Spalten entstanden, Anschlussnetzbetreiber Split 1 und Split 2. Jetzt ist natürlich Split 1, dieser automatisch generierte Name, nicht gerade das, was ich mir als Endanwender vorstelle. Daher möchte ich diese Spalte noch umbenennen. Und das Ganze machen wir jetzt und nennen das zweite Anschlussnetzbetreiber. Was wir auch visualisiert bekommen, ist, dass hier nun vor den eigentlichen Werten noch einige Leerzeichen vorhanden sind. Das ist natürlich auch eher unschön und deshalb möchten wir auch diese Leerzeichen noch entfernen. Ich suche hier daher nach dem Begriff Leerzeichen und bekomme nun auch schon den Vorschlag, angehängte und führende Zeichen zu entfernen. Das ist das, was ich auch machen möchte. Auch hier gehe ich wieder auf Senden. Und die Daten werden automatisch aktualisiert. Und so habe ich relativ schnell, auch ohne irgendwie einen technischen ETL-Mitarbeiter zu benötigen, doch meine Qualität wesentlich verbessert und könnte das Ganze eben auch noch
ja, in allen denkbaren Formen. Hier sieht man eben diese ganze Latte an Transformationen, die ich hier durchführen kann, noch weiter verbessern. Ich würde an dieser Stelle nur gerne noch zeigen, wie wir auch andere Daten an diese Datei anbinden können. Wir haben vorhin schon gesehen, dass auch eine Datei in der Bibliothek existierte, die sich nannte Rückbau von Kraftwerken. Und das ist ja eine sehr relevante Information, denn hier sind jetzt ja alle Kraftwerke vorhanden, auch diejenigen, die vielleicht zurückgebaut werden, was natürlich für unsere Analysen durchaus zu Verfälschung führen kann. Deshalb möchten wir diese Daten nun in so einem Lookup kombinieren und wählen uns den Rückbaudatensatz. Daher suche ich hier nach Rückbau und wähle mir die entsprechende Rückbauliste aus und bekomme nun auch gleich beide Datensätze in der Vorschau angezeigt. Normalerweise, wenn zwei gleichnamige Spalten vorhanden sind, würde hier auch gleich ausgewählt werden, wie ich diese kombiniere. Ich sehe aber auch anhand der Daten, dass die Marktstammdaten Registernummer der Stromerzeugungseinheit und diese SEE-Nummer von der Struktur gleich aussehen. SEE steht in dem Falle eben auch für die Stromerzeugungseinheit. Daher nutzen wir diese beiden Spalten, um die Daten miteinander zu kombinieren. Und um herauszufinden, wie sich die Leistung in Zukunft vielleicht reduzieren wird, weil Kraftwerke zurückgebaut werden, nehmen wir diese Leistung in Megawatt in unsere neue Tabelle auf. Und auch hier können wir jetzt wieder senden. Und was in der Cloud jetzt passiert, ist eben, dass eine neue Tabelle erzeugt wird, die eben diese beiden Dateien miteinander kombiniert, sodass wir dann im Anschluss beispielsweise in einem neuen Feld die tatsächlich auch zukünftige Leistung, die vorhanden sein wird, genauer analysieren können. Das Ganze dauert jetzt noch ein bisschen, aber wenn wir genauer in die Daten schauen würden, ja, könnten wir da schon erste Analysen über die Kraftwerkssituation in Deutschland fahren. Allerdings würden wir auch feststellen, dass die Informationen zu den Windkraftanlagen, die wir uns eigentlich genauer anschauen möchten, in dieser Tabelle nur aggregiert vorhanden sind. Jetzt aber noch mal einen kurzen Blick in die neue Tabelle. Hier sehen wir jetzt, die neue Spalte wurde ergänzt. Die ist logischerweise nur in wenigen Fällen gefüllt. Aber so kann ich eben verschiedene Daten auch miteinander kombinieren. Genau, und nun möchten wir in dem sogenannten Talent Data Integration Studio eine komplexere Analyse der Windkraftanlagen ermöglichen und diese Informationen auch mit Geodaten anreichern, was hier nur gering funktioniert im Sinne, als dass ich zwar Adressinformationen ziehe, aber eben keinen Geobezug im eigentlichen Sinne habe. Daher wechsle ich nun auf eine kurze Präsentation, in der ich Ihnen nochmal etwas genauer das Szenario, das wir uns nun im Data Integration Studio anschauen möchten, vorstelle. Und zwar nutzen wir jetzt nicht mehr die gerade gesehene Kraftwerksliste, denn die enthält, wie gesagt, nur aggregierte Daten zu den Windkraftanlagen, sondern wir nutzen das umfangreichere Marktstammdatenregister. Auch das stammt von der Bundesnetzagentur. Ist diesmal im XML-Format vorhanden, das sehen wir hier, und enthält auch Informationen zur Lage der einzelnen Windkraftanlagen in Form von XY-Koordinatenlängen und Breitengraden. Und das Ganze liegt im Referenzsystem WGS84 vor. Und was wir zukünftig auch noch brauchen werden, das sehen wir gleich, weshalb, sind die Gemeinden in Deutschland. Die haben wir als Shapefile vom Bundesamt für Kartografie und Geodäsie. Und diese liegen im Format UTM-32 vor. Wir werden diese Daten auch später miteinander kombinieren. Das heißt, wir haben hier zwei Herausforderungen. Zum einen die Verarbeitung von Geodaten, die auch noch in unterschiedlichen Georeferenzsystemen vorliegen, aber auch die Kombination verschiedener Quellen. In einem ersten Schritt möchten wir aber mal die allgemeinen Daten zu den Windkraftanlagen einlesen. Das Ganze orientiert sich am
Standardprozess zur Aufbereitung von Daten in einem Data Warehouse. Zunächst einmal möchten wir die Daten zusammenführen in einen Importbereich. Dazu lesen wir die verschiedenen XML-Dateien ein. Danach möchten wir unsere Datenqualität verbessern und die Datenhaltung optimieren für spätere Auswertung. Dazu lösen wir Kataloginformationen auf, erzeugen aus den XY-Koordinaten Geometrien und passen das Georeferenzsystem an. Um die Daten dann in einem letzten Schritt in der Datenbank abzuspeichern, sodass, und das wird Ihnen dann später Herr Mölle zeigen, wir später mit Cadenza Auswertungen auf unseren Daten durchführen können und diese visualisieren können. Und hier sehen wir einen ersten Überblick, das habe ich schon in Vorbereitung gebaut, den Talent-Job, der dann diese Aufgaben ausführt. Und das Ganze werden wir uns dann auch gleich nochmal im Talent Data Integration Studio anschauen. Was wir dabei allerdings feststellen, ist, dass die Daten nicht wie erwartet alle in Deutschland liegen, sondern auch hier einige Ausreißer vorhanden sind, die eben außerhalb Deutschlands liegen. Und unser Zielbild sieht eigentlich anders aus. Und diesen Datenqualitätssprung und diese Datenqualitätsverbesserung auch der Geodaten möchten wir nun gemeinsam vornehmen. Und dazu haben wir verschiedene Schritte, die wir ausführen werden. Zum einen lesen wir die noch fehlerhaften Daten erneut ein aus der Datenbank, aber auch das Shapefile mit den Gemeinden. Dann puffern wir die Punkte, also die Verortung der einzelnen Kraftwerke, um ja einfach den Puffer zu haben, dass wir nicht jedes Kraftwerk korrigieren von seiner Lage, nur weil es einige Kilometer außerhalb der zugeordneten Gemeinde ist. Und ja, man kann sich das eben so vorstellen, dass jede Gemeinde oder jedes Kraftwerk auch eine zugeordnete Gemeinde hat und wir überprüfen hier einfach durch Verschneiden des Polygons, also des Umrisses der Gemeinde und dem gepufferten Punkt, ob das Kraftwerk in der ihm zugeordneten Gemeinde liegt. Für all die Fälle oder Kraftwerke, bei denen das nicht der Fall ist, ersetzen wir den Punkt durch das Zentroid der Gemeinde und aktualisieren damit unsere Datenbank. Das wäre dann auch die Theorie. Und nun möchten wir das Ganze im Talent Data Integration Studio gemeinsam umsetzen. Für alle, die das Talent Data Integration Studio noch gar nicht kennen, das Talent Data Integration Studio ist im Wesentlichen ein Drag-and-Drop-Werkzeug, das im Hintergrund Java-Code erzeugt und in dem Falle nicht in der Cloud läuft, sondern eine On-Premise-Anwendung ist. Und mit dem eben hier in diesem sogenannten Designer in der Mitte verschiedene Datenintegrationsabläufe definiert werden können, die ich dann immer wieder ausführen kann, auch mit verschiedenen Eingangsdaten ausführen kann. Das heißt, wenn ich irgendwann eine aktualisierte Datenliste habe, dann kann ich eben genau diesen Prozess erneut anstoßen. Und ich habe jetzt an der Stelle schon mal den ersten Teil des Prozesses ausgeführt, der dann diese teilweise doch eben recht wild verteilten Punkte der Kraftwerksanlagen erzeugt und die möchten wir nun gemeinsam korrigieren. Dazu legen wir einen sogenannten neuen Job hier in der Ablage ab. Die Ablage, ja, das ist ein weiterer Kern, im Prinzip so eine Art Baumstruktur, die eben einerseits unsere Datenintegrationsabläufe enthält, aber auch Metainformationen, wie zum Beispiel Datenbankverbindungen, aber auch Verweise auf Dateien. Und hier auf der rechten Seite sehen wir die sogenannte Palette. Das enthält eben alle Komponenten, die wir hier zum Bauen unserer Datenintegrationsabläufe zur Verfügung haben. Was wir hier schon mal sehen, von Haus aus ist Talent nicht auf die Verarbeitung von Geometriedaten ausgelegt, aber es gibt von Deezy eine sogenannte Geospatial oder das sogenannte Geospatial Plugin, mit dem wir eben Talent um verschiedene Funktionalitäten erweitern können, die die Verarbeitung von Geodaten ermöglichen. Wir können zum Beispiel
Standardtransformationen ausführen, wie zum Beispiel die Pufferung oder das Verschneiden von Geometrien. Wir können aber eben auch verschiedene Quellen wie Datenbanken und Dateien wie Shapefiles und GeoJSON-Dateien einlesen. Und das Ganze fügt sich eben hier nahtlos in die Palette, in die Standardpalette von Talent ein und ergänzt so die Möglichkeiten, die wir hier haben. Und nun legen wir unseren neuen Job an, um gemeinsam die Daten zu korrigieren. Korrektur Geo nenne ich das jetzt mal. Und jetzt öffnet sich ein neuer Designer, in dem wir dann eben unseren Datenintegrationsablauf bauen können. Als ersten Schritt hatten wir gesagt, wir möchten die Daten erneut einlesen, die wir schon erzeugt haben. Daher nutzen wir die hinterlegten Metainformationen zur Tabelle und ziehen die einfach per Drag and Drop in unseren Designer und bekommen dann auch schon sinnvolle Vorschläge, wie welche Komponenten wir jetzt nutzen könnten. Und da wir die Daten einlesen möchten, nutzen wir eine Input-Komponente. Als nächstes möchten wir die Daten zunächst einmal filtern, denn wir können natürlich nur Daten korrigieren, die auch Geometrieinformationen und Informationen zu ihrer Gemeinde enthalten. Außerdem macht es wenig Sinn, Kraftwerke zu korrigieren, die irgendwo im Meer liegen, weil Seeanlagen sind. Deshalb filtern wir entsprechend diese Daten und können das Ganze hier auch wieder über die Oberfläche durchführen, beispielsweise hier den Gemeindeschlüssel. Der darf nicht leer sein. Man kann das Ganze aber auch eben, da es wie gesagt sich um einen Java-Code-Generator handelt, auch in Java-Syntax als Code hinterlegen. Das heißt, ich habe hier eine relativ weite oder relativ gute Möglichkeiten, auch mit wenigen Java-Kenntnissen, meine Anwendung entsprechend oder meine Integrationsabläufe zu erweitern. Dass wir jetzt ein bisschen schneller sind, würde ich das Ganze jetzt mal hier als Code anlegen. Unsere drei Bedingungen, die vorhanden sein sollen, nämlich zum einen, dass es sich um Windkraft an Land handeln soll, dass der Gemeindeschlüssel nicht leer sein darf und ebenso die Geometrie nicht leer sein darf. Und nun haben wir in den Daten bereits einen Punkt erzeugt. Da können wir nochmal auf den Schritt schauen. Das passiert hier. Da wird eine Geometrie erzeugt. Und diese Geometrie liegt jetzt in der Datenbank, in einem für die Datenbank lesbaren Format vor. Wir müssen das Ganze nun aber so umwandeln, dass es auch für Talent nutzbar ist. Dafür gibt es hier diese Komponente PostGIS Object to Geometry. Das fügen wir ein und übergeben die gefilterten Daten an diese Komponente und übernehmen dann auch alle Daten. Okay. Und was wir jetzt eben machen, ist hier an der Stelle diesen Punkt, diese Punktgeometrie in eine für Talent lesbare Geometrie umzuwandeln. Und nun möchten wir die Daten verschneiden. Nee, natürlich noch nicht. Wir möchten sie zuerst einmal puffern. Wie man hier sieht, ich kann hier auch einfach anfangen zu tippen und mir Komponenten dadurch hinzufügen, kann das Ganze aber eben auch über die Palette per Drag and Drop machen. Wir möchten jetzt eine Geo-Operation, nämlich zunächst mal das Puffern dieser Geometrie. Auch an diese Komponente übergeben wir die Daten. Und wie man jetzt schon sieht, arbeiten die verschiedenen Komponenten, die diese Geospatial-Plugin-Komponenten erkennbar an dem D hier vorne und die Talent-Komponenten mit dem T an der Stelle reibungslos zusammen. Und wir möchten nun den Punkt puffern, also einen Kreis um diesen legen, müssen auch hier wieder die Daten übernehmen. Allerdings möchten wir ein neues Feld erzeugen, das sich nennt GeomPoint Buffered und eben genau diese gepufferte Geometrie enthält. Auch diese ist vom Typ Geometrie.
Und wir möchten einen Puffer von 5000, in dem Fall in Metern, um die Geometrie legen und das Ganze in unserer neu hinzugefügten Spalte abspeichern. Und nun können wir tatsächlich die Verschneidung vornehmen. Das Ganze passiert in wieder einer Standard-Talent-Komponente, nämlich dem T-Map, die es mir ermöglicht, verschiedene Daten miteinander zu kombinieren und zu transformieren. Aber zunächst einmal brauchen wir natürlich unsere Quelle, nämlich das Shapefile. Dazu legen wir in den Metadaten ein neues Shapefile an. Das nennen wir nun Gemeinden. Und suchen unser File entsprechend auf dem Filesystem und fügen das hinzu. Und Talent erkennt jetzt automatisch einige Metainformationen, liest die aus dem File, beispielsweise eben auch das Koordinatenreferenzsystem UTM-32, das hier genutzt wird. Auch die Spalten werden automatisch ausgelesen. Unter anderem sehen wir hier, dass ein Gemeindeschlüssel enthalten ist, AGS, und auch eben das Shape der Gemeinde, also das Polygon, das die Gemeinde darstellt. Das Ganze stellen wir jetzt fertig und können auch jetzt wieder per Drag and Drop diese Metadaten einlesen. Und hier bekommen wir auch wieder entsprechende Komponenten vorgeschlagen, nämlich den Shapefile-Input in dem Falle. Auch diese Daten verbinden wir jetzt mit dem T-Map und benennen diese noch sinnvoll um, dass wir eben auch die Daten wiedererkennen. Diese nennen wir Brushed und diese hier Gemeinden. Und öffnen nun das T-Map. Und zunächst einmal möchten wir die Daten als korrigierte Daten wieder ausgeben. Dazu übernehmen wir zunächst einmal alle Felder aus dem ursprünglichen Input. So, kopieren wir alle, ziehen sie auch wieder per Drag and Drop hier rüber, bekommen dann automatisch die Zuordnung und möchten jetzt allerdings den Punkt ja eigentlich korrigieren. Deshalb lernen wir den mal und werden den später mit einem neuen Wert definieren. Und wir sagen, ja, in diesem Falle möchte ich die Info bekommen, dass diese Geometrie korrigiert wurde. Diesen gepufferten Punkt, der ist jetzt gleich nur Mittel zum Zweck, um zu ermitteln, welche Daten wir korrigieren müssen, den können wir löschen. So, was möchten wir nun korrigieren? Wir möchten, wenn eine Korrektur notwendig ist, die Geometrie auf das Zentroid der Gemeinde setzen. Und dazu gehen wir hier auf die Feldbearbeitung. Und sehen hier Standardfunktionen von Talent, aber auch Geofunktionen, die eben auch durch diese Geospatial Plugin hinzugekommen sind. Das sind so rund 40 Stück. Und wir möchten nun ein Zentroid bilden. Das Ganze findet sich unter Geooperationen. Hier gibt es die Funktion Zentroid, das eben das Zentroid einer Geometrie zurückgibt. Das Ganze möchten wir vom Shape der Gemeinde. Nun möchten wir natürlich nicht alle Daten korrigieren, sondern nur diejenigen, die außerhalb der ihr zugeordneten Gemeinde liegen. Deshalb legen wir hier verschiedene Bedingungen fest, nämlich zum einen, dass der Gemeindeschlüssel der gepufferten Punkte entspricht einer Standard-Java-Funktion equals, die verschiedene Strings vergleicht. Und hier haben wir AGS. Mit STRG-Leertaste kann ich mir hier auch Felder vorschlagen lassen. Das wird dann automatisch ergänzt. Das ist natürlich nicht die einzige Bedingung, sondern wir müssen die Daten natürlich auch noch verschneiden. Das heißt, die zweite Bedingung wäre wieder eine Funktion. Jetzt gehe ich hier wieder auf die Bearbeitung, nämlich der Filter Intersects, dass ich zwei
Geometrien überschneiden? Und welche Geometrien sollen sich überschneiden? Unser gepufferter Punkt. Und das Shape der Gemeinde. Allerdings ist die Bedingung ja nicht, dass der Standort des Kraftwerks innerhalb der Gemeinde liegt, sondern eben genau diejenigen sollen korrigiert werden, die außerhalb der ihr zugeordneten Gemeinde liegen. Daher definieren wir als Bedingung, dass diese Verschneidung nicht erfolgreich sein soll. Das Ganze wenden wir nun an. Und möchten nun die Datenbank updaten. Dafür müssen wir zunächst einmal die erzeugten Geometrien wieder in ein für die Datenbank lesbares Format umwandeln. Das folgt hier mit dem Äquivalent Geometry to PostGIS Object. Und geben auch diese Daten an diese Komponente weiter. Und geben hier die SRID von UTM-32 an. Übernehmen wieder alle Daten. Und wandeln die Geometrie in ein Datenbankobjekt um. Und dann nutzen wir wieder unsere Metadaten, um die Daten letztendlich an die Datenbank zu übergeben und die Daten zu updaten. Hier müssen wir jetzt auch noch eine Einstellung vornehmen, nämlich, dass wir die Daten nicht einfügen wollen, sondern eben updaten möchten. Und damit haben wir unseren Prozess, den wir zuvor in der Präsentation skizziert hatten, auch schon umgesetzt und können das Ganze nun ausführen. Was wir nun gleich sehen werden, ist, dass hier alle Daten zunächst einmal eingelesen werden, aber eben nur ein Teil der Daten hier hinten tatsächlich korrigiert wird. Was im Hintergrund passiert, ist, dass Java-Code erzeugt wird, das heißt die Kompilierung stattfindet und dann eben der Prozess ausgeführt wird. Und wenn das dann gleich soweit ist und wir die ersten Sätze gesehen haben, dann wird auch mein Kollege Herr Nölle gleich fortfahren und Ihnen zeigen, wie wir diese nun korrigierten Daten auch in Cadenza analysieren können. Ist leider heute alles etwas langsamer als erhofft. Ich hoffe, wir sehen gleich noch was. Ansonsten würde ich einfach schon mal an meinen Kollegen, den Herrn Nölle, übergeben. Ja, jetzt passiert was. So, genau, jetzt wurden schon mal die Gemeindeinformationen eingelesen und nun werden eben auch die Informationen aus der eigentlichen Datenbank eingelesen. Und wie wir hier sehen, alle Daten werden eingelesen, aber nur ein Teil korrigiert. Und damit wäre ich jetzt auch von meiner Seite am Ende meiner Vorstellung und hoffe, Ihnen einen guten ersten Einblick gegeben zu haben, wie Sie sowohl mit Self-Service-Werkzeugen, auch ohne große technische Kenntnisse, die Datenqualität verbessern können, aber eben auch mit dem spezifischeren Data-Integration-Werkzeug komplexere Datenverarbeitungen, insbesondere auch mit Geometrien durchführen können, um dann eben ihre Datenqualität zu verbessern. Dann, Olaf, übergebe ich an dich. Janina, ganz vielen Dank für deine Präsentation und die Live-Demo mit Talent und unseren Energiedaten. Ich finde das immer ganz beeindruckend, gerade auch halt das Arbeiten mit Talent und dort insbesondere dieser Aspekt halt Low-Code und eben halt Drag-and-Drop. Das ist schon, sage ich mal, eine echte Erleichterung. Das heißt, insbesondere in größeren Häusern, Einrichtungen, Ministerien, Landesämtern ist sowas durchaus, sage ich mal, sinnvoll platzierbar und ermöglicht ja auch insbesondere das Arbeiten im Team
Das heißt, das ist nicht nur auf eine Person beschränkt, dass man halt an einem Datenprojekt arbeitet, sondern können mehrere Leute gleichzeitig halt arbeiten. Und das erleichtert und sichert schon, sage ich mal, die Arbeit mit den Daten und halt auch deren Datenqualität ganz ordentlich ab. Okay, also die Daten sind soweit dann jetzt aufbereitet, liegen wohlfeil in einer ordentlichen Datenbank vor. Und wir greifen nun mit Cadenza auf diese Daten zu. Und das werde ich Ihnen jetzt halt auch live zeigen. Das ist so. Ich hoffe, Sie können das jetzt sehen. Das ist quasi halt hier der Einlog-Bereich halt für Cadenza. Dort melde ich mich dann mit meinem Username und Passwort an. Und dann sehe ich halt auf der linken Seite, oder Sie sehen halt auf der linken Seite, den sogenannten Navigationsbereich. Und der Navigationsbereich besteht im Endeffekt aus einer Ordnerstruktur, aber auch sogenannten Arbeitsmappen, und mit denen er halt organisiert ist, und einer Suchfunktion, über die ich dann halt zum Beispiel in so einem, sag ich mal, komplexen Demo-Server-Bereich wie den wir jetzt hier benutzen, eben halt auch nach speziellen Dingen suchen kann, wo ich dann halt nicht unbedingt weiß, wo sind die jetzt verordnet in den Mappen. Das kann ich halt dort machen. So, wir bewegen uns jetzt halt in den Ordner Umwelt und dort in den Bereich Subordner What About the Energy. Dort ist das abgelegt, was ich Ihnen heute zeigen will. Und dort ist halt eben eine entsprechende Arbeitsmappe zu diesem Thema in Cadenza eben abgelegt worden. Und darunter stecken dann halt sogenannte Arbeitsblätter. Und in die werde ich jetzt gleich mal hineinspringen. Und zwar werde ich als ersten Teil mal zeigen, eben die Datenaufbereitung, wo wir jetzt eben, beziehungsweise Janina Gutmann eben halt mit ihrer Datenaufbereitung halt geendet hat. So, der Bildschirm baut sich jetzt halt auf. Ich gucke mal, dass ich das vielleicht noch mal komplett großgezogen bekomme. Okay, so. Was man jetzt hier sieht, Dizzy Cadenza, ein Arbeitsblatt mit entsprechenden Dashlets in Form halt eines kompletten Dashboards, so wie wir das halt eben für diese Sicht-Datenaufbereitung vorbereitet haben. In der Mitte die halt beiden Karten, die Sie eben schon gesehen haben, mit den Rohdaten und den korrigierten Daten, wo man eben sieht, ein Teil der Daten bei den Rohdaten lagen außerhalb von Deutschland. Das Ganze ist korrigiert worden. Jetzt sind alle innerhalb der Grenzen Deutschlands. Und das Ganze dann eben halt komplementiert mit einer Liste zum Thema Geometrievalidität nach Bundesland. Da kann ich da gucken, wo sind die eigentlichen Fehler gewesen. Plus halt Kennzahlen. Welche Zahlen habe ich für valide Daten gehabt, welche waren halt nicht valide und mussten eben korrigiert werden. Wir sehen jetzt halt hier diesen Kartenanteil in diesem Arbeitsblatt, und wenn ich da, ich kann das natürlich auch größer ziehen, das mache ich jetzt einfach mal als Einzelsicht, und kann dann dort eben halt auch reinzoomen. Genau, und kann dann zum Beispiel halt ein entsprechendes Objekt auswählen, einen Standort einer Windkraftanlage. Ja. Und kann mir dann zu diesem Punkt, und das ist eben halt der Punkt bei der Datenaufbereitung auch, ich habe halt diesen Geometrieanteil und kann dort eben dann halt die entsprechenden Sachbewegungs- und Stammdaten eben an die einzelnen Standorte anhängen und damit weiterarbeiten. So, ich mache das mal wieder kleiner. Hier hängt jetzt noch die Objektinformation, die ich eben aufgerufen habe, drin, mit dem Ausschnitt, den ich eben angezoomt habe. Ich kann dann natürlich, man sieht das hier auf der linken Seite, halt auch im sogenannten Analysekontext über eingestellte Filter, die auf dem Datensatz dann eben auch Filterungen durchführen. Das würde ich Ihnen dann aber halt noch im Anschluss zeigen. So, die nächste Sicht ist, die Daten, denn wir haben für bestimmte Sichten, die Sie nachher noch sehen werden, halt auch noch andere Daten genutzt. So,
Und zwar einerseits das Marktstammdatenregister, die EEG-Jahresabrechnung und auch noch eine Studie zu Potenzialflächen für Windkraftanlagen, die auch frei verfügbar war, mit der man dann eben tatsächlich auch zeigen kann, wie viel Potenzialflächen nach dieser Berechnung halt tatsächlich in Deutschland existieren und wie das Ausbaupotenzial aussieht hinsichtlich der Flächen, die zur Verfügung stehen. Und das ist halt so, sage ich mal, das Gesamtzusammenspiel, was wir da haben an Daten. Und was Sie hier auf der rechten Seite am Bildschirm sehen, ist der sogenannte Datenmanager, über den ich halt Zugriff auf alle angebundenen Datenbanken habe, die mir als User eben zur Verfügung stehen. Ja? Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel in den Bereich Verwaltungsgebiete gehe, sehe ich halt, da sind eben Bundesländer abgebildet, Landkreise und Gemeinden, die halt hier für die Analyse eben zur Verfügung stehen. Okay, springen wir mal weiter mit Blick auf die Zeit. Gehe ich da mal etwas schneller durch. Und zwar gehe ich mal in das Arbeitsblatt Überblick, Leistung und Produktion, was wirklich, sage ich mal, dann halt einen analytischen Charakter hat, weil dort halt die Daten, die wir jetzt halt für ganz Deutschland genutzt haben oder zur Verfügung hatten und aufbereitet haben, wirklich mal eben dargestellt werden. Ich mache hier mal eben den Datenmanager weg, dann ist das Bild nochmal etwas größer. Okay, wir sehen die Anzahl der Anlagen hier in diesem hellgrünen Ton mit 31.000 ungefähr der installierten Leistung dieser Anlagen und der produzierten Strommenge in diesem türkisfarbenen Ton unten drunter. Und was man da sieht, das sind 129 Terawattstunden, die halt durch Windenergie im Jahr, auf was bezieht sich das hier eben, 20 in dem Fall halt tatsächlich produziert worden sind. Und darunter zum Vergleich, der Anteil erneuerbarer Energien war in dem Jahr 240 Terawattstunden. Das heißt, mehr als die Hälfte der erneuerbaren Energie, die produziert worden ist, kam tatsächlich aus dem Bereich eben Windenergie. Windstrom, der erzeugt wurde, spielt eben im Bereich der erneuerbaren Energien eine ganz zentrale Rolle. So, jetzt habe ich hier die Kartendarstellung mit den entsprechenden Leistungszahlen und habe natürlich auch die Möglichkeit, hier dann wieder eben in die Karte hineinzugehen und dann zum Beispiel mir auch die Objektinformationen eben für das Land Niedersachsen halt anzuschauen. Ja, da kommen dann halt wesentlich mehr Informationen als nur eben die Zahlen zum produzierten Strom, sondern eben halt auch die Anzahl der Anlagen für das Bundesland etc. Ja. Und so kann ich das dann eben halt immer weiter herunterbrechen bis auf die Gemeindeebene oder was auch immer ich eben halt für eine Verwaltungsgrenze oder Geometrie ich habe, auf die ich mich beziehen möchte. So, sollen wir mal schauen, was haben wir noch? Was vielleicht auch noch eine sehr schöne Sicht ist, ist, Augenblick, ich muss mal eben schauen, die Länder im Zeitverlauf. Das ist natürlich auch eine sehr interessante Sicht auf die Dinge, all dieweil man sieht irgendwie, dass die Selektion jetzt hier halt noch übernommen wurde. Das ist ja auch, sage ich mal, so eine Einstellungssache, die man vornehmen kann, ob das dann halt in ein neues Arbeitsblatt übernommen wird. Okay, was man auf jeden Fall erkennen kann, ist, dass halt, die Inbetriebnahme der Netzleistung über diese drei Jahresabschnitte, die hier dargestellt werden, eben in Norddeutschland immer intensiver geworden ist, während sie in Süddeutschland halt immer stärker abgenommen hat. Ja, das heißt, die Inbetriebnahme, ja, das ist ja auch durchaus bekannt und wird jetzt halt auf Grundlage dieser Daten nochmal auch dargestellt, hinkt halt in Süddeutschland ganz massiv hinterher. Okay. Was vielleicht auch wichtig ist mitzunehmen, ist, ich habe natürlich auch die Möglichkeit im Sinne von kollaborativen Arbeitens, dass ich tatsächlich solche Sichten auch mit meinen entsprechenden Kollegen halt über die Arbeitsmappenverwaltung dann tatsächlich teilen kann. Was auch sicherlich wichtig ist mitzunehmen, ist, Cadenza kann einerseits natürlich halt in den Einrichtungen unserer Kunden
in-house betrieben werden, aber es kann eben halt auch ein öffentlicher Internetauftritt über Cadenza erfolgen. Das machen auch viele Kunden, um eben halt ihre Daten nach draußen zu präsentieren, auch im Sinne halt von Open Data, sodass ich dann auch solche Sichten zum Beispiel nach außen geben kann. Und dann eben eingestellt, je nachdem, was nach außen gegeben werden darf, auf dem Datensatz, den ich habe, dann mit Cadenza Daten aus meinem Haus präsentieren kann. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde Ihnen einmal kurz zeigen, wie man ein neues Arbeitsblatt mit den entsprechenden Sichten unter Cadenza einrichtet. Dafür gehe ich jetzt halt hier in den Bereich Arbeitsblatt hinzufügen und sage jetzt einfach mal Bruttoleistung. In den Ländern. Sage hinzufügen. Das wird dann also meine Arbeitsmappe, die da drumherum liegt, über diese ganzen Sichten, die ich bislang gezeigt habe, dann eben hinzugefügt. Und habe dann die Möglichkeit, die Auswahlmöglichkeit eben zu starten mit einer Tabelle, Karte, Säulendiagramm etc. Ich nehme jetzt einfach mal eine Karte, weil das auch immer sehr schön zu schauen ist. So, bekomme dann gleich eine Hintergrundkarte geliefert. Kann hier auch verschiedene, sage ich mal, Ausprägungen dieser Karte eben auswählen. Ich nehme mal diese hier oben, die ist so mit am, drunter, diese hier ist sehr schön. Genau. Und auch hier ist natürlich klar, alles, was ich angebunden habe, kann ich natürlich an Geodaten auch zu solchen Sichten hinzufügen. Ja, das sind jetzt halt die Daten, die für dieses Szenario relevant sind. Aber im Endeffekt kann ich beliebige Geodaten an solche Kartensichten halt hinzufügen. Okay, was ich jetzt brauche, ist halt den Datenmanager. Und ich habe jetzt hier den Bereich Verwaltungsgebiete und mache Folgendes. Ich will das, die Bruttoleistung in den Bundesländern ja halt darstellen und nehme halt die entsprechende Geometrie und füge die dieser Sicht hinzu. Ja. Ich klicke mal einmal hier hinein, müsste eigentlich die Selektion weg sein. Okay, so, den Teil haben wir also schon mal. Und was ich dann mache ist, ich gehe halt auf den Bereich Windkraftanlagen und dort halt die Kennzahlen und dort eben den Bereich Bruttoleistung. So, da die Dinge alle miteinander verknüpft sind, auch eben halt garantiert durch die Datenaufbereitung, die wir zuvor betrieben haben mit Talent in dem Fall, kann ich die halt alle quasi interaktiv in diese Sicht hineinziehen und sie verbinden sich miteinander. Ja, sehen wir gleich. So, jetzt haben wir schon hier die Zahlen und mir wird auch gleich automatisch quasi eine Legende angeboten, in der halt dargestellt wird, wie halt die Staffelungen sind. Die kann ich natürlich anpassen über den Designer, da wollen wir jetzt nicht drauf gucken. Das heißt, meine erste Sicht habe ich jetzt tatsächlich schon fertiggestellt in diesem Arbeitsblatt. Und was ich nun machen werde, ist, ich möchte das Ganze jetzt eben auch noch in Form eines Diagramms halt dargestellt bekommen und sage dazu ganz einfach halt duplizieren dieser Sicht. Das ist das Prinzip. Ja. Das wird also nochmal aufgebaut. Aber ich möchte diesmal den Visualisierungstyp wechseln. Und diesmal sage ich, ich möchte das als Balkendiagramm dargestellt bekommen. Und so bekomme ich das auch geliefert. Und so kann man das halt auf dieser, sage ich mal, Datensicht, die ich da betrachte, halt immer weiter treiben. Und ich möchte das Ganze eben halt auch noch mal duplizieren und als Tabelle dargestellt bekommen. Ja. So, wenn ich dann halt hier den Designer und Datenmanager eben ausmache, habe ich auch wieder mehr Platz, um das halt vielleicht nochmal ein bisschen anders darzustellen oder zu arrangieren, je nachdem, wie ich das möchte. Genau. Erlaubt nochmal den kompletten Blick. So, und damit habe ich halt, steht oben drüber, Bruttoleistung in den Ländern, habe ich tatsächlich als neues Arbeitsblatt als Dashboard mit dieser Sicht auf die Daten eben halt umgesetzt. So, ich kann das Ganze dann eben auch entsprechend speichern. Dann ist das halt eben in meiner Arbeitsmappe halt integriert, dieses Arbeitsblatt.
Und ich schaue mal eben ganz kurz, was die Zeit sagt. Okay. Jo. Also was wir dann zum Beispiel mit den Daten auch noch gemacht haben, ist, dass wir geschaut haben, wie sieht denn eigentlich das Flächenpotenzial aus? Und das ist auch nochmal relativ interessant, weil es gibt ja bestimmte Ziele, die verfolgt werden. Und ja, über die Berechnungen, die wir durchgeführt haben, unter Einbeziehung halt der Potenzialstudie, die uns vorlag, ja, das muss man natürlich immer halt darstellen, gibt es da mehr als genug Potenzial. Und zwar auch, das sieht man hier unten in dem Bereich, bei Flächen mit hohem Ausbaupotenzial. Das heißt, daran scheitert es nun wirklich nicht. Ich denke, das haben wir auch schon alle vermutet, dass dem so ist. Sondern es sind halt andere Dinge, die halt den Ausbau bremsen. Und so kann man halt sehr eindringlich und deutlich halt darstellen, wie die Situation in Richtung eben Windenergie und deren Ausbau aussieht. Okay, ich würde jetzt mal hier aus dieser Sicht rausgehen und würde mal versuchen, noch in eine andere Cadenza-Anwendung halt hineinzuspringen. Nur ganz kurz. Das ist jetzt halt eine andere Cadenza-Instanz, die mir halt noch kurzfristig zur Verfügung gestellt wurde, um mal vielleicht auch noch einen anderen Datentyp und auch ein anderes Szenario zeigen zu können, was jetzt mit Energie erstmal nichts zu tun hat, aber vielleicht auch mal so die Bandbreite dessen zeigt, was wir an Möglichkeiten haben. Hier geht es im Endeffekt halt um ein Forschungsprojekt aus dem Bereich eben auch Katastrophenschutz. AIFA ist das Kürze, das kennt vielleicht auch der ein oder andere von Ihnen, wo auch zum Beispiel halt das THW aus Deutschland halt beteiligt ist. Und auch hier wieder eben Ordnerstrukturen mit Arbeitsmappen und bestimmten Thematiken. Unter anderem werden da zum Beispiel auch Social-Media-Daten wohl ausgewertet. Aber es gibt auch den Bereich eben des Routings und dort halt für das, hier dann technische Hilfswerk. So, und eine Kollegin von mir hat halt eben bereitgestellt, eben diese Sicht, die jetzt halt sehr, sage ich mal, geolastig ist, aber das soll sie auch durchaus sein. Und wenn man da etwas genauer rein zoomt, sieht man, dass dort halt eben hochauflösende Luftbilder eben verwendet wurden und eben entsprechende andere Geodaten überlagert wurden. Und was hier tatsächlich gezeigt wird, ist zum Beispiel der Aspekt Routing. Der ist hier schon, sage ich mal, vorberechnet drin. Denn in solch einem, sage ich mal, Krisenszenario funktioniert normales Routing ja nicht, ja, weil es gibt halt bestimmte Ausschlussflächen, die halt zu berücksichtigen sind. Und das heißt, die Route, diese blaue, die Sie hier sehen, die umfährt im Endeffekt halt diese Ausschlussflächen. Das heißt, wenn ich hier ein, das zeige ich Ihnen eben noch ganz kurz, ein ganz normales Routing von diesem Startpunkt A nach B halt liefern würde, dann würde er normalerweise so fahren, ja. Aber die Ausschlussflächen, die jetzt hier bei uns im Routing, was eben auch ein Teil von Cadenza ist, eben berücksichtigt werden, sagen halt, da kannst du nicht lang in diesem Szenario und du musst halt diesen anderen Weg einschlagen. Das wollte ich Ihnen noch eben ganz kurz gezeigt haben und würde dann jetzt hier auch mit der Cadenza-Präsentation enden, auch noch eben ganz schnell die eigentliche Präsentation, das Webinar halt beenden, indem ich nochmal auf unseren Foliensatz kurz zurückkomme und nochmal rekapituliere, was wir denn halt gemacht haben. So. Was haben wir jetzt halt im Rahmen dieses Webinars gesehen? Wir haben gesehen, wie man mit Talent Daten aufbereitet, Daten auf Qualität prüft, Daten korrigiert und Daten automatisiert bereitstellt. Wie man mit unserer Talent-Erweiterung Geospatial halt Geodaten in Talent in die Prozesse halt des Datenmanagements integrieren kann. Und wie man mit Deezy Cadenza ganz einfach Dashboards bauen kann. Über die Dashboards einen guten Überblick und Einsicht in die Daten bekommen kann, Zusammenhänge in den Daten besser verstehen kann und Geodaten in Cadenza nutzen kann. Haben Sie an dieser Stelle vielleicht noch Fragen?
Okay. Das scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Okay. Ansonsten, wie gesagt, im Eine Nachhinein. Frage, ganz kurz war noch im Chat, es war noch die Frage, was der Unterschied zwischen Cadenza und anderen Dashboard-Anbietern ist. Also das kann man relativ gut auf den Punkt bringen, insofern als dass wir halt, oder das Besondere an Cadenza oder ein Alleinstellungsmerkmal ist halt einerseits natürlich die kooperative Entwicklung des Produktes, die Entwicklung, die sich dementsprechend halt an den, sage ich mal, behördlichen Bedarfen ausrichtet. Das ist ganz klar ein Punkt und davon sind wir überzeugt, dass wir als Business Intelligence Softwareanbieter mit Cadenza ein Produkt haben, das tatsächlich ganz tief im Kern ein Geoinformationssystem in der Plattform integriert hat. Und davon bin ich auch persönlich überzeugt, dass das andere Anbieter nicht so ohne weiteres können. Ja? Also nicht in der Tiefe, wie wir das anbieten können. Ich denke mal, das sind so die wichtigsten Aspekte, die es da gibt. Und ja, ich meine, die Anwendbarkeit haben Sie ja gesehen, um halt Dashboards zusammenzustellen, ist natürlich auch schon ordentlich gut, muss man sagen. Und ziemlich fix kann man da was erreichen. Insofern, ja, definitiv. Das sind so, sage ich mal, die Alleinstellungsmerkmale, ja. Okay, ich denke, ich gehe mal eben noch weiter. Okay, wir richten immer ein Angebot an Sie als Teilnehmer dieser Webinare. Und zwar bieten wir Ihnen an, wenn Sie jetzt Feuer gefangen haben oder eine bestimmte Situation haben, wo Sie denken, ja, das wäre jetzt eigentlich mal cool, das halt in Cadenza zu sehen und vielleicht auch mit Talent noch vorher aufbereiten zu lassen, dann können Sie das gerne an uns heranreichen. Wir würden dann die Daten entsprechend mit Talent und Cadenza aufbereiten und bereitstellen. Online natürlich oder wenn gewünscht auch vor Ort, ohne Kosten für Sie. Na klar, die Daten unterliegen halt einer strengen Vertraulichkeit und werden nach Präsentation der Ergebnisse gelöscht. Und wenn da ein Interesse bestehen sollte, und da haben wir schon häufiger halt die Situation gehabt, dass Teilnehmer nach einem Webinar auf uns zugekommen sind, dann treten Sie einfach an mich und heran. So, nächste Events, die ich Ihnen halt nennen kann, die sicherlich für Sie auch interessant sein könnten, wäre einmal das sogenannte DISI-Werkstattgespräch. Das ist jetzt tatsächlich genau in einem Monat, am 1. und 2. März bei uns in Karlsruhe. Das ist quasi unsere große Cadenza-Projekt-Kooperations-Veranstaltung, wo alle halt Anwender, die wir jetzt schon haben, aber eben auch Interessenten eben zusammenkommen können, wo dann halt im Kern natürlich Cadenza halt auf der Agenda steht, aber drumherum auch ganz viele thematische, ja sogenannte Thementische eben angeboten werden aus den unterschiedlichsten Bereichen und man sich dann dort gezielt eben als Fachanwender von Cadenza auch austauschen kann. Oder eben halt auch als jemand, der sich einfach nur erstmal interessiert. Ja. Die nächst wichtigere Veranstaltung ist dann halt für uns halt der Zukunftskongress Staat und Verwaltung. In Berlin ist dann das dann 19. bis 21. Juni. Da haben wir auch zwei sehr interessante sogenannte Best-Practice-Dialoge, also zwei größere Präsentation auf der Veranstaltung. Das wäre auch eben eine Möglichkeit, nochmal mit uns direkt in Kontakt zu treten. Und natürlich sind wir auch entsprechend unserer Kunden halt auf dem Europäischen Polizeikongress wieder und zwar am 3. und 4. Mai diesen Jahres auch in Berlin. Was wir oder ich Ihnen auch wirklich nur ans Herz legen kann, sind halt ja, Veranstaltungen, die wir auch im Rahmen von ja, Webinaren, Hands-on-Webinaren anbieten und die sind auch relativ zeitnah schon dabei und zwar einmal für die Themen Einführung in die Datenanalyse mit DISI-Cadenza Workbooks. Da wäre das nächste am 8. Februar, nächste Woche, 10 bis 12 Uhr, sowie Bereitstellung organisationsweiter Informationen mit DISI-Cadenza am 9. Februar, 10 bis 12 Uhr. Also es sind sehr wertvolle Veranstaltungen, wo Sie tatsächlich auch eben die Möglichkeit haben, selber mit DISI-Cadenza schon Erfahrungen zu sammeln, weil Sie da halt einen Zugang zu einer für Sie zugeschnittenen Instanz bekommen. Gut, wir haben dann halt natürlich unseren Newsletter, der auch immer sehr interessante Beiträge enthält. Den können Sie halt entweder über diesen QR-Code, den Sie dort sehen, halt beziehen, beziehungsweise es gibt auch auf unserer Homepage entsprechend halt Informationen, wie Sie an den Newsletter kommen können. Gut,
Das war es dann erstmal soweit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund und bis auf bald. Und im Nachgang werden wir Ihnen natürlich Zugang halt zu den gezeigten Folien, aber auch halt zu dem Mitschnitt, den wir gemacht haben, halt ermöglichen. Und ja, wir würden uns freuen, wenn wir von Ihnen hören könnten und mit Ihnen weiter im Gespräch bleiben können. Und vielleicht haben Sie ja auch tatsächlich eine datengetriebene Idee, die Sie mit uns teilen und zusammen mit uns dann eben halt mit Cadenza und eventuell halt Talent dann eben umsetzen können. Nochmals ganz vielen Dank für Ihre Teilnahme und ja, bis dahin. Vielen Dank.